Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Rätselspiel heute mit Kundran. Guten Tag. Ein etwas anderes Rätselgame als das, was ihr sonst so kennt. Letztens haben wir mal Escape Rooms gespielt. Das Spiel heißt TikTok A Tale for Two. Und das Spiel braucht keine Internet-Connection. Am Anfang wählt man aus, ob man Spieler 1 oder Spieler 2 ist. Und dann beginnt das Spiel. Man kann es alleine aber nicht durchspielen, weil halt, wie gesagt, kleine Rätsel da sind und man benötigt einen zweiten Spieler, der das mit einem zockt. Im Optimalfall sitzt man im selben Raum, aber zeigt natürlich dem anderen den Bild nicht, aber man redet miteinander. Oder man spielt alle online über TS oder Discord zusammen. Aber wir sind nicht sozusagen miteinander verbunden im Spiel. Das heißt, wir spielen das Spiel beide offline, aber können das Game trotzdem nur lösen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich bin Player One. Ich hätte mich vielleicht umbenennen können, aber auf meinem Brief steht Dear Player One. Ja, bei mir steht auch Dear Player Two. Hätte man einen Namen eingeben können? Nee, ich glaube nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, aber ist egal. Was siehst du denn? Wir müssen nochmal hier weiterkommen. Also ich sitze auch, oder du hast ja eben schon mal gesagt, du sitzt an einem Tisch vor der Aufnahme kurz, weil ich gefragt hatte, sitze an einem Tisch, ich sehe eine Uhr vor mir, Samstag. Die ist sogar unsere Zeitanzeige, das ist unser Tag. Oh, heute. Stimmt, Samstag. 9.3.2019, richtig. Okay, dann habe ich ein Radiergummi, eine Heftklammer und einen Brief, den ich so zur Hälfte schon lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn anklicken kann. Genau, du kannst runterscrollen bei mir. This clock is part of a game, a gift I made for my sister, to have a fighting chance. Play with a friend and tell each other what you read and see. Okay, we find my sister, tell her I miss her. Okay, also wir haben einen Brief von... Ich habe einen Brief von Amelie bekommen, oder Emily, du ja? auch? Genau, bei mir steht, Dear Player 2 has sent one clock to you and one to your friend. If we want to play a game, look into the past together, remember to wind the clocks up. Okay, also du hast einen anderen Brief bekommen als ich. So, ich kann aber runterscrollen. Da sehe ich einen Brief, der halb in einem Karton ist. Und eine Uhr. Emily 1915. Bei mir steht, ja, irgendein skandinavischer Name, glaube ich, Lerk. Also so ein dieses AE-Ding. Du liest die Uhr vor oder den Brief? Die Uhr. Okay. 1917 bis 1937. Ah, bei mir steht, bei mir fehlt das bis. Ich sehe nur Amelie 1915. Okay. Dann lebst du wahrscheinlich noch. Also beziehungsweise dem die Uhr oder, ja, ich weiß es nicht. Kann ich sie öffnen? Kannst ja. die Uhr öffnen. Ja, okay. Und ich kann sie auf eine Zeit einstellen. Also ich kann die Zeiger drehen. Ja, ich auch. Ich stell mal noch nichts um, lieber. Das ist schon zu spät. Man kann den Zeitungsartikel anklicken. Ich habe Doppelklick drauf gemacht oder so. Also ich habe einfacher Klick rein. Hast du die linke Seite davon zufällig? Another disappearance. Stree. Und da fehlt dann wahrscheinlich dein Text. Streaks our village. Wahrscheinlich. Also ja. Kess our village ist bei mir. Übrigens geschrieben am Dienstag Another disappearance strikes our village. Geschrieben am Dienstag, den 14. März 37. Oh Gott, wird das schon wieder super schwer. Ist das schon wieder zu schwer für uns? Nein. Der Text ist von Mark D. Hansen geschrieben. The youngest member of the da steht R-E-N und dann owned. Renowned. Neu benannt? Renowned? Clockmaker Family. La Irk. Ja, das, was du auch hast. Rose reported missing yesterday. Her sister Emily told us she had last seen her at 10:30. 10:30 ist ja schon mal gut. Ja? Okay, 10:30. Aber für welche Uhr? Her sister Emily told us she had last seen her at 10:30. Ich gehe davon aus, dass deine Uhr sein wird. Das kann gut sein, ja. Hast du sonst, das ist der Ende von deinem? Das ist alles, mehr sehe ich nicht. Ja. Bei mir steht jetzt, understandably distressed, she later corrected her statement and said it must have been an hour and a half later. Ah, guck mal, 10:30 und 12. Genau, das ist meine bestimmt 10. Und hier steht noch daneben, contact if you have seen or heard anything unusual, please contact the police. Aber gut, also meine ist wahrscheinlich 10:30. Meine ist 12. Dann, oder andersrum? Mach mal meine auf 12, du musst sie wirklich drehen. Ja, ich hab meine auf 12. Man kann oben an der. Ja, du musst es dann, wenn du die Uhr richtig eingestellt hast, musst du oben drehen. Aber in welche Richtung jetzt ist. Ich hab das Rätsel sozusagen gelöst. Ah, das war das, bei mir war das der Prolog. Oder ist meins nicht 10:30? Doch, muss, weil meins 12 war. 1,5 Stunden später. Hast du sie wieder zugemacht?
Ja, zu? Zugemacht und dann oben drauf gedrückt. Okay, zumachen. Und dann dieses Drehding oben geklickt. Warte mal. Ist das vielleicht 10.30 Uhr? Mir passiert nichts. Ich hab doch 10.30 Uhr, oder? Ja. 10.30 Uhr. Kann ich die Uhr feiner einstellen? Also ich musste die Zeiger drehen. Die Uhrzeit, yeah. Also die Uhrzeit hat sich richtig eingestellt. Ich konnte nicht den Stunden und den ja, Zeiger. Ja, das Problem ist, meine ist quasi einmal gefühlt auf 29 und einmal auf 31. Und das ist 10.30 Uhr. Huh. Egal, ob ich es jetzt zu oder aufmache. Ich glaube, der Bestätigungsbutton ist oben das Ding. Ja, dann drücke ich drauf oder den drehe ich. Du kannst ihn in beide Richtungen auch drehen. Aber da tut sich nichts. Haben wir einen anderen Anhaltspunkt? Es ist 10.30, weil meine Uhr war ja anderthalb Stunden später. Er hat ja gar nicht 12 gesagt. Weil in meiner Uhr ging ja die Zahl 12 gar nicht hervor. Dreh die Uhr noch einmal ganz rum. Der Stundenzeiger müsste ja auch bei dir dann, weil die Uhr ja richtig angezeigt wurde, zwischen der 10 und 11 sein. Ja, genau. Und mein Minutenzeiger ist unten auf der 6. Irgendeinen anderen Hinweis noch oder so? Aber eigentlich muss es doch so. Es ist auf jeden Fall 10.30. Drehe sie nochmal zurück. Tut sich nichts. Warte mal. Zumachen die Uhr? Nee. Was ist denn, wenn ich auch einfach mal auf 12 stelle? Ja, ich muss da auch auf 12 stellen. Okay, bei mir steht Chapter 1 im Bild. Ja, Chats. Chapter 1. Okay, Chapter 1. This is a copy I made of the word that Lurk and I used to know. Hast du das auch? Nee, bei mir steht Lurk went missing in 1937, but it all started years before. Okay. Einmal auf den Pfeil klicken. 2019. Nein, wir gehen zurück. Ja, genau. In das Jahr 1927. Okay, das ist gleich jetzt. Okay, das nächste Bild. Also ich stehe an einer Bushaltestelle. Ja, Bus oder sonst was. Ja, okay, eine Haltestelle. Okay. Nee, es wird eine Bahnhaltestelle sein. Ich habe rechts in dieser Haltestelle nämlich einen Zug auf dem unteren linken Feld. Ja, habe ich auch. Und ich kann das Ding bewegen nach oben, unten und links. Nicht nach rechts. Ja, ich auch. Okay. Der Rechtsknopf fehlt. Ich kann, wenn ich das Ding anklicke, zoome ich einfach ran. Ja, dann werde ich es steuern können wahrscheinlich. Oh, komm ich hier wieder zurück? Unten ja, links auf den ist Fall. Pfeil. Okay. Bei mir ist eine weiße Krähe gerade auf der Bushaltestelle gelandet. Nee, habe ich nicht. Jetzt ist ich sehe zwei Lampen und hinten so ein paar Gleisschilder. Genau, ein X. Genau. Ja, okay. Ansonsten man kann sich umgucken. Oh ja, du kannst doch drehen. Ah, du kannst 360. Ravens Clock, das Haus. Ist links, genau. Ja. Dann ein Brunnen. Genau, ein Brunnen mit Lampen. Ein normales Haus und dann sind wir einmal rum. Okay, wow. Ja, okay. So, ja, ich würde sagen, für den Zug fehlt uns was. Also Ravens Clock öffnet bei mir zwischen 3 und 9. Ja, genau. Und wir haben jetzt 12. Aber ich würde sagen, Moment, ist die Uhr ist umgesprungen. Bitte. Aber nach hinten. Die Uhr, jetzt haben wir auf einmal 11. Ja, stimmt.
Warte mal. Ich kann in das große Haus gehen, das was leuchtet. Die Uhr können wir steuern, indem wir uns drehen. Wenn du dich nach links drehst, drehst du die Uhr eine Stunde zurück. Wenn du dich nach rechts drehst, drehst du sie eine Stunde vor. Ich habe irgendwie, warte ganz kurz. Lurk, hope, like, present it free clockwise, anti-clockwise, then turning clockwise and not go. Hier fehlen Worte bei mir. Wo genau bist du? Ich nehme an, in das Haus rein. Das normale Haus, nicht das Uhrzeighaus, sondern das Haus. Okay, wenn ich jetzt, ich klick's mal an, warte. Hier steht eine Spieluhr bei mir. Warte, ich drehe sie mal. Hast du eine Lampe? Nee, im Hintergrund ist ein Vogelkäfig. Nein, bei mir ist eine Lampe, die konnte ich anmachen. Warte mal, ich drehe mal die Spieluhr. Ach, Moment, du hast doch was mit Clockwise und... Ja, Moment, ich habe den Text selber gekriegt bei mir, indem ich meinen Zug angemacht habe, der bei mir in dem Haus steht. Lurk, I hope you like your present. Turn it anti-clockwise 3 times. Ich glaube, das ist deine Uhr. Okay, warte, ja, wahrscheinlich. So, 1, 2, 3. Zweimal im Uhrzeigersinn. 1, 2. Nein, ja, doch, mach mal weiter. Zweimal gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Und dann die ganze Zeit im Uhrzeigersinn. Nicht aufhören. Eventuell muss ich einmal resetten, weil ich hatte ja schon mal dran gedreht. Warte, ich gehe einmal aus dem Haus raus. Was hat sich gerade nichts getan? So, ich gehe nochmal ins Haus rein. So, jetzt sag nochmal. 3 mal gegen den Uhrzeigersinn. 1, 2, 3. 2 mal im Uhrzeigersinn. 1, 2. 2 mal gegen den Uhrzeigersinn. 1, 2. Und dann die ganze Zeit im Uhrzeigersinn. Nicht aufhören. Oh Gott. Okay, bei mir ist ein Clown rausgekommen und ein Zettel. Beziehungsweise es sieht aus wie... Es ist eine Zugkarte. Die wird uns einen Hinweis darauf geben, wie wir den Zug bewegen müssen. So eine halbe Stechkarte ist es. Oben steht Admit drauf. Links Nummer, ja, 67. Und dann fängt der Punkt unten links an, da wo unser Zug ist. Dann geht er erstmal 2 hoch. Ja, Moment, das können wir mal eingeben, oder? Ja, wir können, danach 2. Gehen wir nach rechts. So, ja, okay. Und rechts dann, haben wir nicht. Ja, ja, also ich vermute mal, schreibe ich mir das auf oder... Nee, ich denke mal, das wird hier liegen bleiben. Also 2 hoch, 4 rechts. Übrigens. Dann wirst du ja wahrscheinlich einmal gegen den Uhrzeigersinn gelaufen sein jetzt. Oder in die andere Richtung, könnte ich mir vorstellen. Ah. Ja, also, wenn du dich drehst, bewegst du die Uhr. So, und dann geht's wieder runter. So, ich denke mal, die wird hier liegen bleiben. Okay, das heißt, dann das werden wir haben. Dann sollten wir einmal in den Brunnen gehen, oder? Einmal in den Brunnen? Okay. Da kann man eine Runde klettern und dann erwartet uns ein Lichträtsel. Ja, ich habe Symbole und ich habe 3 Knöpfe. Du hast bestimmt oben Mitte, oder? Ich habe oben Mitte und unten links und rechts. Ja, ich habe die anderen. Okay. Nur was wollen wir wieder spielen? Also ich habe Dreiecke und Vierecke, wobei du welche ausgefüllt sind. Alles durchändern. Nicht. Es ist immer ausgefüllt, nicht ausgefüllt und so weiter. Du kriegst alle Formen. Wie kannst du durchwechseln? Ja, auf den Knopf drücken. Ach so, okay. Also wir haben alles theoretisch. Was hast? Oh Gott, hier sind ja noch mehr Symbole dabei. So, ich bin wieder beim Start. Also ich habe meine Startformation waren schwarzes, ausgefülltes Moment, Dreieck. Quatsch. Du musst mir die sagen, die bei dir stehen, weil ich kann deine nicht ändern und deine ändern sich auch nicht. Okay. Was steht bei dir oben links? Oben links ist ein schwarzes, ausgefülltes Dreieck. Also ein ausgefülltes Dreieck. Ja. Oben rechts? Ein leeres Dreieck, also ein weißes Dreieck. Ja. Und unten Mitte? Ein leeres Viereck. Ja. Oben leerer Kreis. Warte, oben leerer Kreis. Ja. Unten links leeres Viereck. Ja. Unten rechts ausgefüllter Kreis. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich an dem Hebel ziehen. Ja. Ein Button nach rechts. Okay, wunderbar. So, haben wir den jetzt dabei? Ja. Okay, ich sehe ihn unten links. So, das heißt, wir sind hier fertig und können hier rausgehen. Yes. Okay. Dann werden wir jetzt gleich die Uhrzeit, denke ich, einstellen müssen, dass wir in Ravens Clock können.
Ich ja, aber jetzt Knopf schon mal ein. Jetzt nicht bewegen? Wir ja, aber wir haben es noch nicht komplett. Okay, dann müssen wir nach Ravens Klopp. Dafür so. Der war geöffnet von wann bis wann? 3 bis 9. Lass uns die ganze Zeit nach rechts drehen. Okay, die ganze Zeit nach rechts. 1 Uhr. Kann man, nee, man kann nicht die Mausrad drin. Die Mausrad drin. Und ich vermute mal, aber es ist 3 Uhr tagsüber, oder? Nicht? Ah, nee, ja, ist kein Zeichen mehr dran. Okay, ich habe ein Radio. Ich auch. Mit einem Schieberegler. Genau. Das ist alles. Ja. Warte, nein, du kannst nach oben. Ja. Oben ist eine Uhr, mehrere Uhren. Mehr Uhren. Und noch eine Etage. Da liegt ein Zettel am Boden bei mir. Okay, bei mir. Den kann ich nicht aufheben. Warte, ich habe hier Federn, die ich anklicken kann. Die kann ich auch nur so ein bisschen anheben, aber da passiert ja, nichts. Ja, okay, genau so. Ganz oben habe ich einen Zeitungsartikel. Oder ganz nee, oben ja doch. Ein Kalender bei mir. Also bei mir ist ein Zeitungsartikel. Also beziehungsweise News und der ist eingerahmt, als wollte man den irgendwie, als wäre es was Besonderes. In Ravens Clock Shop you can buy all kinds of clockwork. Request commissions and get your old clock repaired. Today, grand opening of Clock Shop. The world renowned clockmaker Mr. Raven has opened a new clock shop in our town. He is said to be an interesting char. What is char? The level of detail is exquisite. Our own queen is said to have a couple of his elegant pieces. Today he is opening his. Hier fehlt was von dem. Also, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Also, hast du irgendwo wo noch davon was vielleicht? Hast du ein Datum? Warte. Nein. Also, ich habe Mittwoch, habe ich hier. Wednesday Edition. Das ist das Einzige, was ich habe. Okay, Mittwoch ist schon mal etwas. Ich habe das Jahr. Kannst du damit was anfangen? Das ist ja 1927, wissen wir ja. Mhm. Okay, ich brauche von dir das Datum. Also alles. Welcher Tag? Also, Wednesday? Der wievielte? In welchem Monat? Das ist das, was ich von hast dir du nicht? Ach nee, du hast nur ein Papier da. Hattest du nicht irgendwas vom Kalender gesagt? Nee, ich habe eine Uhr. Du hast einen Kalender. Uhren habe ich hier Quatsch, auch. Ich habe einen Kalender. Aber dafür brauche ich, ich muss den einstellen. Wie gesagt, Mittwoch. Das habe ich schon. Aber Monat fehlt mir noch und der wievielte Mittwoch? Warte mal, the World Reno Commission has opened a new clock shop in our town. He is said to be an interesting char. The level of detail is exquisite. Our own queen is said to have a couple. In Reno Clock Shop you can buy all kind of clockwork, request commissions and get your old clock repaired. Keine Chance. News Wednesday Edition. Also ich habe nur die Mittwochs-Edition. Mehr habe ich hier was nicht. Was hast du denn sonst noch zum Einstellen? Ich habe auch ein Radio unten, das ich einstellen kann. Und ich habe hier halt auch noch Uhren. Die okay. Alle wo auf derselben Uhren? Ja, bei mir auch. Uhrzeit, die stehen bei mir alle auf 3:45. Okay, bei mir auch. Warte mal, Private ist hier rechts, geht eine Treppe hoch, aber da kann ich nichts machen. Genau, das heißt, das Radio haben wir noch. Was steht bei deinem Radio drauf? Kilohertzzahlen. 525, 820, 1115. Ja, okay. Das ist also gleich, okay. Was ist mit den Federn hier? Bewegt das Radio. Gib einen Text. Wenn du es richtig einstellst. Warte. Missing mostly old cats and dogs. Let's hope they are all found soon. A strange occurrence has shook our village. Droves of lifeless. Gib noch einen Text. Gib mehrere. Du musst langsam durchgehen. Are usually followed by the fang ticking. Ganz vorne an. Ja, hatte ich. Also warte. Okay. Missing mostly old cats and dogs. Let's hope they are all found soon. Are usually followed by the ticking and scuttling of one other creations. Ich glaube, mein Text kommt zuerst. Last month, the police started getting several reports of pets going. Dann kommt deiner, glaube ich, oder? Warte mal ganz kurz, ich habe hier gerade. Das ist eine Timeline. Okay. Bei mir kommt ein Vogel runter. Ja, bei mir auch. Ich habe ihn angeklickt, dann geht er wieder hoch. Ich weiß nicht, ob ich das hätte machen sollen. Aber ich vermute mal, es ist nicht so wild. Okay, also kannst du deins mal kurz vorlesen? Ich glaube, wir haben eine Timeline. Last month, the police started getting several reports of pets going. Going missing, mostly old cats and dogs. Let's hope they are all found soon.
Danach kommt bei mir The oldest Raven daughter Emily is a brilliant clockmaker and inventor. Her footsteps are usually followed by the ticking and scuttling of one of her creations. The Raven family moved her a month ago and have worked day and night. To be able to open their clock shop today, the 18th, 18th, okay. Aha, ja. Okay. Ist das, war das, kam da noch was? The 18th? Nee, the 18th. Okay. Another pet has been stolen during the night. This time it was Mrs. Jensen's. Sweet old farm dog. Remember to lock your doors until this thief has been caught. A strange occurrence has shook our village. Droves of lifeless birds have been found scattered across the forest floor. No more walking for 5 miles to get your letters. It's now March and the construction of our very own post office will start at the end of the month. Und noch einer. An unusual white raven seems attached to the youngest member of the Raven fam. Warte, kommt das besser hin? Of the Raven family. Let's hope for her sake that it will not go missing like those other pets. Okay, das heißt, wir sind im März. 18. März. 18. März auf dem Mittwoch. Und das war's bei mir. Okay. Ich habe eine Hälfte einer Karte. Ja, das wird die andere Hälfte von dem, ja, dann, was ich hatte. Ja, für das Zugticket, genau. Okay. Ich kann es aber nicht. Nee, man kann es nicht mitnehmen. Okay, dann male ich mir das kurz auf, ich, oder? Ich meine es mir auch nochmal ganz kurz an. Ich, ja, wobei, also es müsste bei dir theoretisch unten in der Mitte wieder anfangen, richtig? Also ganz unten müsste es anfangen. Ja. Gut. Okay, ich habe meins trotzdem. Okay. Hab's abgemalt eben. Ich habe noch andere. Gulliver's Travels. Ich kann hier alle Sachen anklicken, die machen Geräusche, aber ich glaube, er nimmt nichts davon mit. Ja, ich hatte da Federn liegen, die konnte ich so ein, ja, bisschen anheben. Okay. Und es geht also um das Ding. Ja, naja, ich habe die andere Hälfte davon. Kann ich diese Supermap noch mitnehmen? Nee. Okay, das heißt, das war's, ne? Ja, das wird's gewesen sein. Darum ging's, um unsere Karte. Ja, genau. Jetzt können wir zum Zug gehen. Ja. Okay. Du musst sagen, wohin der Zug fährt. Okay, also wir gehen 2 hoch. Ja. 1, 2, 3 nach rechts. 2, ja. 3. Und dann wieder nach unten. Also ganz einmal, unten. Ja. Ja. Jetzt dann kommt ein nach rechts. Ein nach rechts, ja. 3 nach oben. Ja. 2 nach rechts. Ja. Ein nach oben, ein nach rechts. Ja. Hat Klick gemacht. Ah, wie riecht gut. So, und was passiert jetzt? Warte, wahrscheinlich rausgehen. Jetzt ja, steht oben ein Zug. Da. Wahrscheinlich kann man den Zug anziehen. Kannst du draufdrücken. Okay. Chapter 2! Jawohl! Nice! I was getting harder to find animals for my experiments, but I still knew one I could get access to easily. I told Lurk I was making her a clock, but she wasn't interested. She was too busy playing with her stupid bird. Okay, weiter geht's. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Oh, ich hoffe, das ist ein cooles Spiel. Ja, 32. Ja, 1932. Oh, guck mal. Attention, closed track. Out of service, der Zug fährt nicht mehr. Ein, ja, paar Jahre später. Okay. Wir können trotzdem den Zug aber noch bewegen. Das ist vielleicht unsere Zeitreisemaschine. Okay, ja, können wir, genau, okay. So, sind die Orte immer noch gleich? Wir haben Raven's Clock. Was von 3 bis 9 offen hat. Okay, ja. Wir haben ein Postoffice. Ich bin mal reingegangen. Okay, ja, ich komme mal mit. Okay. Da oben ist dieser Aufziehkäfer, der bei mir die Treppe runtergerollt ist. Den habe ich übrigens wieder weggeschickt. Ich habe bei mir ein Post-Briefkasse. Ja, auch 3 Stück. Bei mir ist das sind alles Uhren. Bei mir. Und alles 4 Zeigeruhren sozusagen. Okay. Oder ein Kompass, wie die machst. Ich kann auf jeden Fall alles drehen und safe. 44, 46, 48. Was ist bei dir zu sehen? Ich hab einen. Ja, in der Mitte ist ein Briefkasten. Ja, ein roter. Links stehen so 3 Kästen, die ich aber auch nur zur Hälfte sehe. Wenn ich die anklicke, wackeln sie ein bisschen. Es scheint aber nichts zu passieren. Rechts habe ich
ja, so Briefe beziehungsweise Pergamentrollen, würde ich sagen. Und oben rechts habe ich wie so eine Art Landkarte vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bild. Und das war's. Okay, also ich brauche auf jeden Fall Hinweise von dir, weil ich habe drei Zahlen, 44, 46, 48. Das sieht aus wie die Briefkastennummer. Oh, Moment, ich habe ganz viele. Weil ich kann nach oben gehen. Ich stehe vor 3, 6, 9, 12 Tresoren oder so. 14, 16, 18, die 20 fehlt. Die 20 auch, 24, 26, 28, 34, 36, ja, nee, ich sehe halt immer nur 3 von 4. Das sind ganz viele... Lass es Briefkästen sein, wo ich überall mit 4 Zeigern auf einer, ja, auf einer Scheibe drehen kann. Ich muss sie nur richtig einstellen, wahrscheinlich. Und dann kann ich einen Knopf drücken, um es zu öffnen. Ich wollte nicht wieder rausgehen. Was für denn auf den Fall raus? Aber wenn du sonst, du kannst auch dich da nicht bewegen in dem Ding. Ich kann mich hier gar nicht bewegen. Nee, gar nicht. Ich habe hier, also ich bin scheinbar, also wir sind in Dänemark. Das hätte man wahrscheinlich vorher schon irgendwie wissen können. Ich habe 2 Briefmarken, sehe ich. Auf denen ist jeweils eine 5 drauf. Weiß nicht, ob dir das irgendwie hilft. Also, wenn es eine Uhr wäre, könnte ich, ja, ich würde nicht mal sagen, dass das 5 ist. Ich habe 4 Pergamentrollen. Ich habe unten rechts ist noch irgendein Kasten. Kann ich komplett gar nicht entziffern, was das sein soll. Ja, wenn ich irgendwas anklicke, kommen Geräusche. Ich habe schon überlegt, ob die irgendwie sich wiederholen. Aber das passt nicht wirklich zusammen. Ich kann den Briefkasten an... Oder kann ich den Briefkasten öffnen? Nein. Ich kann auch hier nichts ziehen oder so. Hast du vielleicht einen Kompass oder so? Es muss ja keine Uhr sein. Was Rundes mit Zeigern oder Markierungen und Punkten. Ich habe das Posthorn. Das würde auf 10 nach 11 zeigen, wenn man es eine Uhr, wenn es wie eine Uhr ist. Ja, aber dann brauche ich die anderen 2 Zeiger noch. Ich habe 4. Verstehst du, was ich meine? Ja. Meine Briefe sind noch entsprechend angeordnet. Ich habe hier ja die 4 Rollen. So, wenn wir mal davon ausgehen, dass die beiden, das sind auch, dass hier eine ist eine lange und eine kurze Rolle. Das wäre... exakt 11 Uhr? Wenn ich das, also wenn ich kann die Dinger einstellen. Ich versuche immer zu sagen, vielleicht müssen wir auch erst woanders hin. Ich kann auf 12 und auf 6 den Zeiger stellen. Auf 1.30 Uhr, auf 3, auf 4.30 Uhr. Also es sind wirklich einzelne Ecken. Es sind, die Uhr ist geteilt sozusagen in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gleich große Stücke, in Achtel. Okay, okay. Das heißt, ich kann 11 zum Beispiel, ja, nur mit viel Fantasie wäre das eine 11, ja, da komme ich nicht dran. Komm an 10.30 Uhr. 10.30 Uhr? Ne, das passt. 10.30 Uhr habe ich an. Ja, also ich könnte den Stundenzeiger auf zwischen 10 und 11 stellen, aber nicht auf. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, ich. Ja, okay, 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 ja. Ich glaube, vielleicht sollten wir hier raus erstmal. Okay. Vielleicht fehlt uns was anderes. Das vielleicht Posthorn. Bekommen wir einen Brief, den ich hier in meinen Briefkasten werfen kann. Wir können nochmal in das Haus gehen. Das okay. Wohnhaus links ja. daneben. Ja, ja. Anderes Zimmer bei mir. Ich kann mich mit wieder nicht Keller. Bewegen. Oh nicht. Gott. Ich komme mega weit. Ich habe einen Brief. I left you something downstairs. It will be my greatest invention yet. Play our secret melody and I will open the door. Emily. Und ich habe hier 6 Glocken. Mit Küche, Front Door, Study, Music Room, Office und Dining Hall. Ich kann downstairs gehen, also ich bin im Keller. Ich habe ein Seil angeklickt. Da fehlt die Hälfte des Textes, aber bei mir steht It really well, like you did with the 2 kittens you found in the pantry. Ich muss, das Seil ist von oben nach unten geschrieben, deswegen ist es schwer zu lesen. Okay. Da fehlt aber eh die erste Hälfte. Das heißt, kommst du nicht in den Keller bei dir? Nee, die, also die Tür ist zu. Und wie gesagt, auf meinem Zettel steht... Ja, kannst du die Tür nicht öffnen? Ich habe die Tür geöffnet. Wenn ich draufklicke, dann
klingeln einmal alle Glocken. Ich werde meine Glocken in der richtigen Reihenfolge läuten müssen. Ah, okay. Moment, ich hab ein Chamäleon weggeschickt, hab einen Text bekommen. In 5 years, when I've gained, oder irgendein Reptil, ja, keine Ahnung. In 5 years, when I've gained more knowledge, I'll come back and complete it. It will be sitting by the dinner table waiting for you. Ich habe hier ganz viele versteckte Texte. Dining Table ist, klingt erstmal nach Dining. Also es könnten Hinweise auf meine Glocken sein, auf jeden Fall hier. Jetzt hat sich mein Text zusammengesetzt, weil ich alles gefunden habe. Okay. I've been working on this iteration for 1 year now in the study. Ja. I'd like you to keep it safe for me, Lurk. Look after it really well. Like you did with the 2 kittens you found in the pantry. In 5 years, when I've gained more knowledge, I come back and complete it. I'll be sitting by the dinner table waiting for you. Dinner table. Also, wenn du nochmal deine Worte sagst, dann kann ich dir sagen, welche Reihenfolge es war. Ich hab die Küche, ich hab die Front Door, ich hab Study, ich hab Music Room, Office und Dining Hall. Und vielleicht musst du gar nicht alle anklicken. Also, ich hatte jetzt nur 2. Also, Study hast du ja vorgelesen und halt der Essenstisch. Das wäre. Ja, was ist denn ein Pantry? The Pantry. Warte, ich google es ganz schnell. Hab ich noch nie gehört. Pan, P-A-N und dann. P-A-N-T-R-Y. Pantry. Scheint die Küche zu sein. Speisekammer. Kitchen, also die Küche. Study, Kitchen. Ja, aber was ist der Dinner Table? Dinner Table wird die Dining Hall sein. Ja, okay. Meinst du, es ist nur Study, Kitchen und Dining Hall? Das wären 3 Sätze, die bei mir auch separat. Okay, Study. Und in der Reihenfolge? Study, Kitchen, ja, Dining Hall? Study, Kitchen, Dining Hall, ja. Study, Kitchen. Nee. Ich geh nochmal ganz kurz raus und wieder rein. Ist da noch mehr versteckt vielleicht? Moment, hast du 6 Glocken? Ich habe 6 Glocken, ja. Ah, nee, ich dachte gerade, bei mir sind 6 Sätze, aber das stimmt nicht. Der zweite ist nur einer. Ja gut, aber ich meine, vielleicht sind es dann ja einfach 5. Ja, Moment, I've been working on the iteration for 1 year now in the study. Das ist der erste Satz, okay. Ja. Dann kommt, I'd like you to keep it safe for me, Lurk, look after. Also, was? I'd like to keep it safe for me, Lurk. Das ist der Name. Ach, ja, 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 okay. Front of Music Room Office, das ist nichts, was irgendwie I'd like to keep it safe. Und dann kommt schon 2 kittens found in pantry. Ja, das ist die Küche. Und in 5 years, when I've gained more knowledge, I'll come back and complete it. I'll be sitting by the dinner table and waiting for you. I'll come back, vielleicht Front Door noch? Warte mal, Study, Kitchen, Front Door, Dining Hall. Nein. I left you something downstairs. It will be my greatest invention yet. Play our secret melody and I will open the door. Emily. Music room, study, office, dining hall, front door. Ich habe sonst hier keine Hinweise. Wenn ich die Tür anklicke, gibt es halt so ein Türgeräusch wie abgeschlossene Tür und alle meine Glocken läuten. Und ich habe hier, also ich kann mich hier gar nicht bewegen. Ich habe auch nur den Zettel, den ich sonst noch anklicken kann mit dem Hinweis halt. Und ansonsten kann ich hier rausgehen. Sollen wir erst nochmal in den Uhrenshop gehen? Dann nochmal weiter, ja. So, dann müssen wir rechts rumdrehen wieder, oder? Ja, ja, dann stellen wir erstmal die Zeit ein. 3 Uhr war's? 3 bis 9? Ja. Ja, okay. Passt. Ach nee. Einmal. Raven's rum. Clock. Okay. Raven's Clock. Ich kann mich wieder gar nicht bewegen. Mal kann ich's auch nicht. Ich habe eine Pflanze, ich habe eine Uhr, mit der ich nichts machen kann, ein Bild, das ich anklicken kann, zeigt den Rücken oder also ja den Hinterkopf von einer Frau mit einer schwarzen Schleife im Haar und diesen weißen Raben, den ich zumindest schon häufiger hatte, auf der Schulter. Den weißen Raben habe ich hier vor mir.
Dazu habe ich eine Kiste, wo mein oder der, wo Lurk draufsteht. Ich habe einen Schlüssel, wo Clockshop draufsteht. Und ich habe einen Brief mit zwei Briefmarken drauf. Auf dem steht Emily Raven. Und es scheint, da dahinter eine Lampe steht, hinter dem Brief, schimmert ein Schlüssel durch den Brief durch. Also ein, also machen kann ich bei mir, glaube ich, gar nichts. Okay, ich konnte den Schlüssel, einen Schlüssel konnte ich einsammeln. Ich habe einen weißen Raben bei mir. Ich bin an einem Schreibtisch. Da sind drei Murmeln in unterschiedlichen Farben. Ich habe einen Zettel. Do not remove these tools. I will work when the clock shop is closed. Die liegen auch daneben, die Tools. Und ein Zettel. Apprenticeship. Dear Emily, I am pleased to inform you that you have been chosen as my new apprentice. Your experiments with time extensions are truly groundbreaking. I agree that our short lifespan is deeply unfair, especially for people like us who keep improving the world, pushing it forward. I'm looking forward to helping you with your experiment in Switzerland. Yours sincerely, Clarissa Shaw, Master Watchmaker. Ich konnte bei mir sowohl den Schlüssel als auch den Brief einsammeln. Ich werde den Brief mit Sicherheit in den Briefkasten werfen können. Den ich in dem anderen hatte, in dem Post Office. Mhm. Kannst du irgendwas einsammeln oder so? Oder? Absolut gar nichts. Okay, sollen wir sonst nochmal ins Post Office? Weil, also ich hab hier sonst nichts, ich kann dir nicht helfen hier. Okay. Also ich weiß nicht, ob der Brief oder das, was du eben vorgelesen hast, da war irgendwie auch kein Hinweis auf die... Also es kam mir zumindest so vor, als wäre da kein Hinweis auf das, was ich brauchte. Gut, so. Gehen wir ins Post. Ja, ich kann den Brief hier reinwerfen, genau, wie ich es mir gedacht habe. Postbox-Number habe ich jetzt. Ja, welche? 28. Ja, hätte ich. NW-W... Strich SW. Warte. Nordwest. Genau. Nordwest, Westen, ja. Südwest und Osten. Ja. Offen. An Emily Raven von Lurk. Ist ein Schlüssel drin? Okay, jetzt haben wir beide Schlüssel. Here's your key to the clock shop. When you're done working, could you help me look for my Raven? Okay, wir müssen das jetzt, glaube ich, den... Genau, den Shop schließen wieder. Ja, genau. Ich laufe einmal gegen den Uhrzeigersinn. Dann müsste er ja wieder zu sein eigentlich. Genau. Jetzt klicke ich ihn an. Ja. So, die Tools müssten ja da liegen. Ich habe jetzt zwei Bücher. Oh, ach. Ich habe ein schweres Uhrenrätsel mit ganz vielen Sachen. Also ich habe ein Buch, da steht Gemstones drauf. Und ich habe hier 6 Gems. Ja, ich habe 4. Ich brauche wahrscheinlich die richtige Reihenfolge. Wie sind die denn die angeordnet? Oh, also es sind auf 2 Seiten ist es so geschrieben. Seite 18, Seite 19. Auf Seite 18 von oben nach unten grün, weiß, rot. Auf Seite 19 von oben nach unten weiß mit schwarzen Punkten. Schwarz und so sandmäßig, so dünenmäßig, also so braun. Okay. Ich habe 4 Murmeln. Und 5 Felder, wo ich sie bewegen kann. Also stell so ein Schieberätsel vor, wo ich immer nur ein Feld frei habe, wo ich die Murmeln drüber schieben kann. Okay. Ich brauche also eine Reihenfolge aus 4 Murmeln. Und zwar habe ich eine grüne, das eine weiße, eine rote und die Sandmurmel. Die Sand, ja, okay. Also ich kann mal gerade gucken. Die grüne, the Malachite is a copper mineral known for its green color and can be used to create durable pigments. Quartz is commonly used, also das ist die weiße, Quartz is commonly used in the making of clocks due to its ability to channel energy. Bei Rot steht daneben, the ruby is a hard and durable gemstone that can ease friction in mechanical instruments. Und bei dem Sandding, a tiger's eye can be used as a conductor due to its layering of quartz crystals. Wir haben noch Dalmatian Stone conducts energy. It is less powerful than a quartz, but doesn't wear down as fast. Und die schwarze Onyx can be used as a type of insulter to slow down small electric currents. So, ich guck nochmal ins andere Buch. So, Horology? Keine Ahnung. New method
Methods to Measuring Time by C. Shah. Ja, das hier sieht mir irgendwie... wie genau ist nochmal dein Feld aufgeteilt? Also es sieht aus wie so ein Diamant erstmal, das Feld an sich. Okay. Bin, und ich habe oben 4 ja. Einkerbungen und unten 1. Das Ding unten ist aber wahrscheinlich dafür da, für, das ist meine Verschiebeebene, ja, okay. Damit ich die sortieren kann. Ich glaube, ich habe es hier. Accuracy. Through multiple studies, Mrs. Shah figured out that a timepiece would be more precise when using only quartz in the channeling plate. Hier, das ist ein Sternchen dahinter, als Erklärung wahrscheinlich. I think the sequence will be more accurate with the additional benefit of storing time. Jetzt kommen die Sachen. The tiger's eye should be to the left of the quartz. The malachite cannot be to the far side or directly next to the ruby. The ruby must not be directly next to the tiger's eye. Und jetzt habe ich hier noch, ich lese hier noch mal die andere Seite fix. Balance. For the highest precision point, the balance needle toward the third quartz. Point it instead toward the malachite's stores. Point it instead to the malachite. Stores time better? Fragezeichen. When everything is set for the optimal accuracy, wind the clock up by turning the top right gear clockwise twice. Okay, das musst du dann am Ende. Once the lid has closed, test the experiment by setting the clock to 12. This should be initiated the extraction process. Okay, also du musst jetzt die Murmeln richtig legen. Okay, Moment. Ich bin nochmal rausgegangen, um uns zu resetten, weil ich habe schon ein bisschen rumgedreht. Ich sag dir jetzt gerade nochmal, also du hast grün, weiß, rot und die Sand, richtig? Ja. Also grün ist Malachit, weiß ist ja. Quarz, rot ist Ruby und Sand ist das Tigerauge. Ja. Genau. So. Also das Tigerauge sollte auf der linken Seite vom Quarz sein. Quarz war weiß, ja, okay. Das Malachit kann nicht, cannot be to the far sides, also kann nicht auf den äußeren Seiten oder direkt neben dem Ruby sein. Der Rubin darf nicht direkt neben dem Tigerauge sein. Okay, also Rot darf nicht neben Malachit, aber Tiger Eye muss neben Quarz, richtig? Ja, links vom Quarz. Tiger Eye muss links vom Quarz und Grün darf nicht an den Seiten sein. Malachit darf nicht an den Seiten sein oder direkt neben dem Rubin. Hier steht halt oder, also nicht an den Seiten oder direkt, weiß ich nicht, ob es oder und ist. Weil wenn Tiger Eye neben Quarz sein soll und Grün nicht an den Seiten sein soll, das geht gar nicht. Also das heißt, der untere Punkt muss vielleicht doch legit sein, aber dann ist er doch daneben. The Ruby so. Must not be directly next to the Tiger Eye. So, warte mal, das Tiger Eye muss links vom Quarz sein, also weiß, also Sand, weiß. Nee, das passt nicht. Doch, so müsste es. Nee, das passt auch nicht. Hier steht ja to the left of the quartz. Heißt das, das ist direkt? Malachit darf nicht neben Rubin, oder? Malachit darf nicht neben Rubin, genau. Es kann sein, dass das Tigerauge einfach nur links vom Quarz sein muss. Das heißt nicht direkt links davon, sondern nur links davon. Weil hier steht einmal directly next, also direkt daneben darf es sich nicht befinden. Und bei dem anderen steht einfach nur Tigerauge sollte sich links vom Quarz befinden. Nicht, da steht nicht direkt links davon. Ja, dann hätte ich jetzt Sand, Malachit, Weiß-Rot. Aber das... Da fehlt was. Warte, ich habe hier hinten, ja, ich hatte hier noch einen. For highest precision point, the balance needle towards the third quartz. Point in the balance third needle vom dritten Quartz. Für die höchste Präzision zeige mit der balance needle direkt ja. Towards the third, also auf den dritten Quartz. Ja, also auf das dritte, auf den dritten Edelstein, ja. Wobei, hier ist dann ein Stern dran. Point it instead towards the malachite. Stores time better? Fragezeichen. Also so, also
das Buch hat die eine geschrieben und sie hat sich so die Notiz geschrieben, ah, ist vielleicht besser, ja, das lieber aus Malachit zu zeigen. War auf Malachit. Und dann habe ich das obere Zahnrad gedreht, weil das hast du ja gesagt. Genau, also... Das war richtig alles. Okay. Ich habe eine Uhrzeit bekommen. 6:15. Dann steht hier aber, once the lid has closed, test the experiment by setting the clock to 12. Ah, ja. Ja, warte. Perfekt. Und ich mache eine Zeitreise. Der Rabe ist weg. Okay. Jetzt habe ich eine neue Uhrzeit bekommen. 2 Uhrzeiten. Die bewegen sich immer hin und her und an beiden pinkt es. 12:15. 12:15. Das ist ein Zahlencode, glaube ich. Er springt. Das ist eine Rotation, glaube ich. Okay. Jetzt resettet er sich. 12:15. 12:15. 12:15. 12:30. 12:15. 12:30. 12:30. 12:15. Und jetzt ist Reset. Das ist ein Durchgang. Also sozusagen rechts, 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 unten, rechts, unten, unten, rechts. Weißt du, was ich meine? Ich versuche das mal aufzuschreiben. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Also es wird wahrscheinlich für unseren Zug jetzt sein. Ja, aber der kann nicht nach unten fahren, wenn er vorher nicht nach oben ging. Ja, vielleicht fangen rechts, wir mit meinem an. Rechts, rechts, unten, rechts, unten, unten, rechts. Ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Ja, vielleicht fangen wir mit meinem an. Okay, ja. Gut. Okay, so, jetzt müssen wir noch meins irgendwie rausfinden. Wo bist denn du jetzt? Also ich muss wieder, meins ist ja noch in dem Haus drin. Ich muss das immer noch... Du hast jetzt hier, konntest du nichts machen, ne? Ich konnte da nichts, also ich konnte dir nur die Sachen vorlesen, genau. Das ist alles. Da habe ich ansonsten, ja, ich habe nur die beiden Bücher drin. Hatten wir Post Office fertig? Ich glaube ja, Post Office haben wir den Schlüssel für dich. Ja, Schlüssel rausgeholt, ja, genau. Den ich dir übrigens zugeschickt habe quasi. Ich hatte ja auch einen Schlüssel. Ja, ja, aber du hast ihn ja bekommen, nachdem ich meinen Schlüssel da rein und dann konnte ich den Code. Okay, das heißt, jetzt geht es darum, das Rätsel mit dem Keller zu lösen. Genau. Da werde ich die nächsten Hinweise bekommen, wie, also entweder den Start oder eben das danach. I left you something downstairs. It will be my greatest invention yet. Play out secret melody and I will open the door. Ja, ich habe die Küche, ich habe die Eingangstür, ich habe Study, ich habe den Musikraum, das Büro und die Dining Hall. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich alle brauche. Das Einzige, was wir bis jetzt hatten, war Study, Kitchen und Dining Hall. I've been working on this iteration for 1 year now in the study. Das ist der erste Satz. Vielleicht working noch mit Office? Aber er arbeitet ja eigentlich im Study. I'd like you to keep it safe for me. Ja gut, safe habe ich hier nicht. Ich habe die Front Door, Music Room und Office. Das ist irgendwie nichts mit safe. Look after it really well. Like you did with the 2 kittens you found in the pantry. Ja, pantry ist die Küche, würde ich sagen. In 5 years, when I've gained more knowledge, I'll come back and complete it. I'll be sitting by the dining table waiting for you. Hm. Warte mal, also er hat dran gearbeitet. Im Office, beziehungsweise er Office, Study, Kitchen, dann kommt er zurück durch die Eingangstür und bleibt an der Dining Hall. Nee, da wird auch das Musikzimmer noch fehlen, aber auf dem Musikzimmer, glaube ich, kommt als letztes. Wenn alles richtig ist, oder nee, spiel unseren wichtigen Song, ist ja, oder spiel unseren Song. Dann können wir dann entweder dann schon mit dem Musikzimmer anfangen. Warte mal, ne, warte. Achso, du warst jetzt mit meinem Hinweis Play aus Secret Melody. Ja, vielleicht hast du die anderen Räume. Warte mal. I left you something downstairs. It will be my greatest invention yet. Play our Secret Melody and I will open the door. Ich glaube, das ist nur der Hinweis, dass ich... Warte mal.
Office, Study, Kitchen, Front Door, Dining Hall, Music Room. Nee. Das wäre so ein Music Room, so jetzt spiele ich die Melodie noch im Musikraum. Ich habe hier auch keinerlei Hinweise sonst. Ich kann mich hier nicht bewegen. Ich habe hier eine Pflanze drin stehen, so, aber eine Pflanze kann ich nichts. Nichts tun. Hattest du in dem anderen Ding nicht noch irgendeinen Brief? Oder war der Brief... Ja, warte. Raven's Clocks. Apprenticeship. Dear Emily, I'm pleased to inform you that I've been chosen as my new apprentice. Your experiments with the time extractions are truly groundbreaking. I agree that our short lifespan is deeply unfair, especially for people like us who keep improving the world, pushing it forward. I'm looking forward to helping you with your experiment in Switzerland. Nee, nicht wirklich. In dem Post Office hattest du keinen Brief, oder? Nee, da habe ich nur die Briefkästen. Okay. Sonst irgendwie hier noch einen Hinweis, wenn ich auf das Haus gucke. Also im Post Office ist bei mir: Here's your key to the clock shop. When you're done working, could you help me look for my raven? Aber das ganze Rätsel muss ja eigentlich im Haus gelöst werden, denn... Ah nee, die Tür öffnet sich ja für dich nicht. Ich bin ja hier sozusagen, ich bin ja im Keller. Ja, richtig. Aber hast du vielleicht oben noch was gehabt? Oben habe ich einen Hirschkopf überm Kamin. Okay. Und Holz. Und kannst auch nicht irgendwo noch was verstecken? Nee. Also mein Brief liegt halt unter einem Blumenkübel drunter, den hätte man übersehen können, theoretisch. Nee. Sehe ich noch irgendwas? Die Uhren sind auch, also die Glocken hängen an so Drähten dran, die sehen auch alle gleich aus. Die Glocken sind exakt identisch. Also ich habe bis jetzt noch keinerlei Hinweis außer meinen Zettel, so von wegen, dass ich die Melodie spielen soll. Aber das ist ja der Hinweis, dass ich die Glocken anklicken muss. Auf Musik gehört. I left you something downstairs. Also ich habe dir irgendwas unten hinterlassen. Es wird meine größte Erfindung sein, meine größte Erfindung bis jetzt sein. Spiel unsere versteckte oder unsere geheime Melodie. Und ich werde die Tür öffnen. Unterschrieben von Emily. Hier steht sonst nichts drauf. Ich kann hier nichts drehen. Ich kann mich nicht bewegen.